Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir schauen uns heute das HP ProBook X360 11G1 ein. Das ist ein 360 Grad Convertible Notebook von HP und das ist vor allem gedacht für den Bildungsbereich, für den Einsatz in der Schule und ist auch dementsprechend, also sieht auch dementsprechend aus, ist auch robust und hat auch entsprechend viele Anschlüsse. Also als erstes mal zur Hardware, die ist ja, sehr frei konfigurierbar. Vom Prozessor gibt es einen Intel Celeron oder einen Intel Pentium der aktuellsten Generation, also ich glaube Apollo Lake, jeweils beide lüfterlos. Was wir hier haben, das ist die teurere, etwas schnellere Variante mit dem Intel Pentium N4200. Als Display gibt es wahlweise ein Touch- oder Nicht-Touch-Display und zwar mit 1366x768 Auflösung, also HD. Und es gibt auch standardmäßig, also bei der Touch-Variante, auch Stiftunterstützung. Und das hier ist ein Wacom Pen. Das heißt, es hat einen wirklich hervorragenden Stift mit Unterstützung von 2048 Druckstufen. Und das Schreiben auf dem Ding ist wirklich großartig. Also ihr seht, es kommt irgendwie, das Schreiben ist instant. Ihr seht sofort, was ihr schreibt. Und es ist näher als bei der Paper Experience, also bei dem Schreiben auf Papier, was ja Microsoft immer wieder betont, als beim Surface Pro 3 oder Surface Pro 4. Also es ist wirklich auch für das, dass es eigentlich recht günstige Hardware ist, ist es sehr gut zum Schreiben. Also so, wenn man nicht gerade den Radierer unabsichtlich berührt. Der Stift hat, also ist relativ kompakt, hat zwei Buttons, einen zum Markieren und der andere ist zum Radieren. Das Markieren funktioniert jetzt in dem Fall nicht in Windows Ink, sondern nur in OneNote. Und es ist wirklich sehr schnell, sehr einfach. Und ihr seht auch, dass er druckempfindlich ist. Das heißt, je fester ihr drückt, desto dicker wird geschrieben. Also das ist auch sehr toll an dem Ding. So, schauen wir mal auf die Seiten zu den Anschlüssen. Hier auf der linken Seite haben wir einerseits den Powerknopf, dann haben wir die Kensington Lock, einen USB 3.0 Anschluss, 3,5 mm Klinkenstecker und hier sind die Lautstärkewippen. Dann auf der rechten Seite haben wir einen Ethernet-Port, also Full Size. Dann haben wir HDMI, ebenfalls Full Size, nochmal ein USB 3.0, dann ein Typ C 3.1 und hier einen Micro-SD-Kartenslot. Tastatur und Touchpad sind sehr gut, also auch sehr gut zum Tippen. An die Tastatur musste ich mich noch einige Zeit gewöhnen, aber man kann ich mir zumindest vorstellen, auch sehr gut damit arbeiten. Und die Besonderheit an dem Gerät sind einerseits die Kameras, andererseits hier diese LED-Lampe auf der Hinterseite. Die ist dazu da, dass Schüler bei Tests, bei Aufgaben in der Schule am Computer können die irgendwelche Aufgaben, die der Lehrer vorgibt, ausfüllen oder erledigen. Und ob das dann richtig ist oder nicht, seht ihr hier an dem Licht und zwar leuchtet das grün oder rot in dem Fall, wenn es falsch ist. Bei uns macht es momentan gar nichts, weil wir eben uns auch nicht in einer Schule befinden. Und andererseits hat sich HP auch bei der Kamera etwas ziemlich Besonderes einfallen lassen. Und zwar ist hier die Frontcam und hier ist eine zweite Kamera und die ist dazu gedacht, dass ihr, wenn ihr im Tablet-Modus irgendwas fotografieren wollt, einfach hier diese Kamera benutzen könnt. Und das ist auch ziemlich praktisch und hat sich bisher eigentlich keiner so einfallen lassen. Und das sollten auch andere Hersteller bzw. HP selber bei ihren teureren Convertibles unbedingt kopieren, weil es eigentlich ziemlich praktisch, wenn man dann auch wirklich im Tablet-Modus eine Kamera hat. So hat man auch bei einem traditionellen Convertible X360 Notebook auch zwei Kameras zur Verfügung. Und ja, der erste Eindruck ist sehr positiv. Ist natürlich auch ein Rugged-Gerät, entsprechend ist das auch das Design. Aber mir gefällt es gut und ich denke auch, dass man damit auch sehr produktiv arbeiten kann. So, das war es auch schon vom HP ProBook X360. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.